der Dario Cadonau, komme aus Breil, aus dem Engadin, im Kanton Graubünden. Die Location, die Passion, die dort drin ist, mit diesen Köchen und den ganzen Leuten, die daherkommen, ja, einfach der Hammer. Und das hat mich extrem fasziniert und imponiert. Und dann habe ich gesagt, da muss ich dabei sein. Jeder hat ja seinen Stil, jeder hat seine Art und seine Produkte, die er am liebsten verarbeiten tut. Wir haben viele Naturprodukte, die wir auch einbeziehen tun. Und das möchte ich auch quasi dem Gericht dann vorstellen. Ich arbeite sehr farbenfroh, auch mit diesen Produkten. Auf dem Teller mit dem, was wir holen. Wir holen viele Sachen aus den Wiesen raus, Blüten, Verschiedenes. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, was speziell ist, wo wirklich so einen gewissen Effekt zum Ganzen auch beiträgt und gibt. Die Naturprodukte in einem Dessert treffen sich jetzt zum Beispiel perfekt mit der Arve. Arvenholz, wo wir seit Beginn an eigentlich in unserer Küche, wie auch im Hotel im Ganzen, integriert haben. Und da machen wir von Glace bis Essenzen, bis Sirup, bis alles Mögliche. Und das ist ja das Spannende, dass wir das, quasi, was uns die Natur hergibt, nachher auch auf dem Teller zaubern können und umsetzen können. Das bringen wir nach Zürich, das ist spannend.